Thank you.
zu helfen, die Fehlspekulationen bei der Sächsischen Landesbank zu bezahlen. Wir erwarten, dass jeder Euro und jeder Cent, der heute bei den Lehrerinnen und Lehrern gespart wird, noch in diesem Jahr im Bildungsbereich ausgegeben werden kann. Denn der Freistaat spart heute in sechsstelliger Höhe, weil er 15.000 Lehrerinnen und Lehrer, die heute ihre Arbeit niedergelegt haben, nicht bezahlen muss und weil von diesen 15.000 heute hier 12.000 versammelt sind. Herzlich willkommen in Dresden! Kollegen, ist das nicht ein tolles Bild hier auf dem Platz vor dem Landtag? Das ist eine Wucht! Ich freue mich, dass hier über 12.000 Kolleginnen und Kollegen aus dem Freistaat hier sind, hier vor dem Landtag. Und hier erklären, dass es so nicht weitergeht im Lehrerbereich. Kolleginnen und Kollegen, die letzten Tage und Wochen wurde in Deutschland von einem meteorologischen Hoch beherrscht. Ich sage lieber später als nie. Nochmal schönes Sommerwetter, aber hier in Dresden, speziell hier in der Landespolitik, steht ein Riesentief drüber. Hier ist ein Riesentiefdruckgebiet aufgezogen. Das lassen wir uns aber nicht länger bieten. Kolleginnen und Kollegen, gebetsmühlenhaft haben wir zigmal mit dem Finanzminister angeboten, mit uns über die Frage von Altersteilzeitregelungen zu sprechen. Eine Frage, die wir schon im Abschluss 2011 ausdrücklich rausverhandelt haben. Bis heute hat Unland die Gespräche uns verweigert. Jetzt reicht es uns. Kolleginnen und Kollegen, statt mit uns zu sprechen, werden hier hinter verschlossenen Türen und am Carola-Platz Fakten geschaffen. Das lassen wir aber nicht durchgehen. Dem Freistaat Sachsen steht ein Generationswechsel in bislang nicht gekanntem Ausmaß bevor. Die gesamte öffentliche Verwaltung muss sich dem demografischen Wandel stellen. Und zwar heute und hier. Erhalten Sie alle die Entgeltgruppe 13. In Sachsen, Baden-Württemberg. We'll be right back.
Herzliches Willkommen an alle Gäste von nah und fern hier zu unserem diesjährigen Herbstmarkt im Namen der Landeshauptstadt Dresden. Wir haben wieder keinen Aufwand gescheut und die Herbstfest-Wetterfee spielt auch mit heute am Tag und wird dafür sorgen, dass alles so über die Bühne geht, wie wir alle uns das wünschen. Zunächst einmal auch ein herzliches Willkommen und Dankeschön an alle Betreiber der Marktstände, die wieder in diesem Jahr, wie wir das sehen, alles wunderbar hergerichtet und entsprechend geschmückt haben zu dem Anlass. Also nochmals ein herzliches Willkommen an alle Besucher, groß und klein, von nah und fern. Thank you.
Schmerzen weg. Wir uns heute wiedersehen, dann reicht Musik, um zu verstehen. Wer wie wir die Sehnsucht kennt, gibt sich die Hände, denkt sich auf die Schultern und Sehnsucht, Heul. Sehnsucht, die Sonne weckt die Pferde. Jack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was left begging on the avenue. Applejack picked apples, but he picked a bounty too. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me. Für die Flammendiva und ihr Gefolge. Sie haben sich heute etwas sehr hoch begeben, da haben sie einen guten Überblick. Das wäre manchmal auch wichtig für alle anderen. Also einen großen Beifall nochmal für die Jungen. Ja, machen unsere Stadt. Dieser Satz ist nun inzwischen schon fast 2.500 Jahre alt und stammt, wie Sie sich denken können, aus dem alten Griechenland. Perikles 490 bis 429 vor Christus. Und obwohl diese Aussage schon so alt ist, ist es heutzutage immer noch zutreffend, die Menschen, nicht die Häuser, machen unsere Stadt. Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier zu der Eröffnung der interkulturellen Tage. Ich freue mich, dass Sie an einem Wochenende hier zu uns gekommen sind, um miteinander ins Gespräch zu kommen und um natürlich auch sich dem Thema weltoffenes Dresden zu stellen. Dresden hat prachtvolle Häuser und eine beeindruckende Architektur, aber die einzigartige Atmosphäre, das besondere Flair in unserer Stadt, das schaffen wir, das schaffen Sie, die Menschen, die hier leben, das schaffen alle Bewohner, das schaffen Sie, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Sie sind es auch, die am heutigen Straßenfest diesem Fest ein Leben einhauchen, es vielfältig ausfüllen und ich hoffe auch mit Freude bereichern. Schön und nochmal herzlich willkommen, dass Sie alle heute hier sind. Das Straßenfest ist seit 22 Jahren ein fester Bestandteil der interkulturellen Tage. Mit viel Einsatz, Engagement und vor allen Dingen auch Elan stehen hier zahlreiche Migrationsvereine auf der Bühne und natürlich im Umfeld präsentieren ihr Programm und ihre Kultur. Musik
Nein, das ist da, wo lang.